Liebe Studierende, herzlich willkommen zum Interview. Wir schauen uns jetzt die Nachhaltigkeitsstrategie Teil 2 an, die beiden Vortragsepisoden, die Professor Horn dazu gemacht hat. Und hier geht es vor allem um die Effizienzstrategie und den Top-Runner-Ansatz, den Sie in der zweiten Episode vorstellen. Die Effizienzstrategie liegt der Wirtschaft deutlich näher. Ja. Effizienz zu wirtschaften ist quasi immanent. Trotzdem gibt es da durchaus noch Potenzial nach oben, würde ich mal sagen, oder? Ja, das gibt es und man muss auch immer wieder vom Gesetzesweise das einfordern. Das wird auch gemacht. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Effizienzstrategie, weil es auch sehr viele technologische Innovationen sind, die Effizienzstrategie von der Nachhaltigkeitsstrategie, da sagen wir, das am besten den besten Ruf hat bei der Industrie. Die Effizienzstrategie zielt ja zum einen auf die Produktionsweisen ab und kann aber auf der anderen Seite auch auf den Verbraucher abzielen. Ja. Das heißt, da greift es so ein bisschen ineinander. Ja. Würden Sie trotzdem sagen, dass in der Produktionsweise, in der Wirtschaftsweise deutlich mehr Potenzial, Einsparpotenzial für CO2 liegt? Oder würden Sie sagen, so, das ist... Das dürfte sich etwa die Waage halten. Bei dem Verbraucher macht es halt die Masse. Ja. Ich denke, dass man da so etwa 50-50 rauskommt. Weil das primäre Ziel ist ja, CO2-Emissionen einzusparen und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Ja. Und da hat der Verbraucher natürlich schon, durch die Masse und das Nutzungsverhalten ja einen großen Spielraum. Das ist wahr und vor allen Dingen, was den Energieverbrauch angeht, da ist natürlich der Verbraucher aufgerufen, sehr stark danach zu schauen. Und wenn da ja die Energiepreise zurzeit steigen, wird das sicher auch passieren. Ja. An der Stelle schreitet ja auch der Gesetzgeber ein mit den sogenannten EUP-Richtlinien. Das ist ja eine gesetzliche Restriktion, die ganz klar den ökologischen Fortschritt in den Fokus fasst. Ja. Ja, das ist eine, mittlerweile ist die 10 Jahre alt. Das war erst die EUP-Richtlinie, jetzt die Ökodesign-Richtlinie. Und hier ist eine Richtlinie von der EU, die tatsächlich in starkem Maße die Energieeffizienz, leider nur die zurzeit, die Energieeffizienz von Geräten und wie es so schön heißt, energieverbrauchsrelevanten Produkten sehr stark verbessert. Ja, Sie sagten schon sehr stark verbessert, stark genug. Oder geht da noch was? Da geht auch da geht noch was. Da geht vor allen Dingen noch was, weil die Ökodesign-Richtlinie das Nutzungskostenminimum hat. Das heißt also, soll für den Verbraucher nicht zu teuer werden. Mhm. Dementsprechend, wenn also Umweltverbesserungen auf den Preis durchschlagen, dann ist die Ökodesign-Richtlinie leider Gottes nicht mehr gefragt. Mhm. Dann wird sozusagen abgeschnitten. Ja. Das heißt, es wird immer nur geschaut, Kostenreduktion und Energiereduktion. Ja. Aber es steht nicht der Energieverbrauch im Vordergrund. Für den Endverbraucher soll es keine höheren Kosten geben. Ist es im Endeffekt auch wirklich so oder wird da doch was umgeschlagen? Das ist in der Regel ist das so. Es ist vor allen Dingen so, es macht sich ja nicht immer nur am Preis fest, sondern es macht sich natürlich Nutzungskosten. Wenn ein energieeffizientes Produkt meinetwegen 50 Euro mehr kostet, aber dadurch Strom pro Jahr von 80 Euro einspart, gehört das natürlich auch zu den Nutzungskosten. Das heißt, hier wäre noch das Nutzungskostenminimum klar erfüllt. Ja.
Dann gab es ja in der zweiten Episode den Top-Runner-Ansatz, den Sie vorgestellt haben, der aus Japan kommt. Und da habe ich zwei Fragen zu. Zum einen, lässt sich dieser Ansatz wirklich auf alle Produkte übertragen? Oder würden Sie sagen, so für eine bestimmte Produktgruppe ist das gut denkbar, aber nicht für alle? Ja, der Top-Runner-Ansatz ist primär natürlich für energieverbrauchsrelevante Produkte oder energieverbrauchende Produkte, weil man das da schön klassifizieren kann und sagen, das Produkt verbraucht heute 100 Watt meinetwegen und wir wollen in 5 Jahren auf 50 Watt sein. Also holzschnittartig. Da lässt sich das sehr gut machen. Bei anderen Produkten, wo die nicht so eine Kenngröße haben, wird es etwas schwieriger. Da muss man das Ganze anpassen. Ja. Aber im Prinzip ist das nicht von vornherein ausgeschlossen. Ja. Dann ist es ja auch immer spannend zu schauen, wie solche Ansätze, die beispielsweise in Japan gut funktionieren, übertragbar sind. Ist es denkbar, so etwas für die Europäische Union aufzusetzen? Die EU denkt darüber nach, allerdings modifiziert. Ja. Also das reine Japan-Modell wird es nicht sein. Das ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen landsmannschaftlich oder bisschen rabiat? Nein, nicht unbedingt. Das kommt der japanischen Hightech-Gläubigkeit etwas näher und gibt vor allen Dingen so eine Art Wettbewerb. Das heißt, wenn eine Firma dort sagen kann, wir haben so tolle Produkte und verbrauchen so wenig, dann hat diese Firma einfach in Japan ein gutes Standing, weil die Produkte als hervorragend gelten. Und das lässt sich auch der Japaner offensichtlich ein bisschen was kosten. Wir, ich sage es jetzt mal so, mit unserer Geiz-ist-geil-Mentalität sind da vielleicht nicht so ganz empfänglich dafür. Würde ich mit Ihnen doch gerne nochmal die EUP-Richtlinie aufgreifen. Sie hätten gesagt, die ist sehr umfassend. Und was ja immer ganz spannend ist, ab wann lässt sich da was messen? Wann lassen sich erste Erfolge messen? Erfolge lassen sich, soweit ich weiß, gibt es noch keine Daten, ob tatsächlich dann was gespart wird. Aber sie ist sehr umfassend. Eigentlich im Prinzip von den Energieverbrauchs- und den energieverbrauchsrelevanten, furchtbares Wort, hat sich die EU vorgenommen, die Kommission so nach und nach mit den einzelnen Durchführungsmaßnahmen alle Geräte zu erfassen, die eine gewisse Mächtigkeit haben. Also ich glaube 200.000, die Produktion muss eine bestimmte Menge sein. Ja. So wie es zurzeit aussieht, ist die EU tatsächlich dabei, dieses umzusetzen. Ja. Und da haben wir ja auch schon einiges gemerkt. Die Energiesparlampe, wenn auch einige nicht glücklich darüber waren, gehört dazu. Es gehören die Heizungspumpen dazu. Auch das ist ein mittlerweile sehr bekannt und sehr erfolgreich. Es kommen jetzt, war auch schon wieder in der Presse kritisch, die Staubsauger dazu, die nicht mehr als 1500 Watt verbrauchen und dann noch in gewissen Zeiten, so geht es mit der EUP-Richtlinie bzw. Ökodesign-Richtlinie, es sind immer gewisse Zeiträume gesetzt, in der das Ziel erreicht werden muss. Und da wird, die ist wirklich gut, da wird es auch eine Menge geben. Was nicht heißt, dass das noch verbessert werden kann. Zum Beispiel dieser absolute, zurzeit noch absolute Fokus auf Energieverbrauch und verbrauchsrelevant und was auch immer, der ist eigentlich zu eng gefasst. Ja. Recycling spielt auch keine Rolle, leider Gottes, jedenfalls nur eine Nebenrolle. Also hier kann man auch noch andere Kriterien als den Energieverbrauch mit aufnehmen. Ja. Aber vom Gedanken her hat man hier wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Verordnung. Auch wenn man sagen muss, dass teilweise dieser Co-Design-Richtlinie immer wieder dann auch von einzelnen Abgeordneten, von einzelnen Politikern, wenn sie kommen, man muss ja sozusagen malig gemacht werden. Ja.
Jetzt werden ja die Autos komplett ausgeschlossen. Warum eigentlich? Also gerade da sind doch enorme Einsparpotenziale, was die CO2-Emissionen angeht. Die Frage starke Lobby wäre eher an die EU-Kommission zu richten. Offensichtlich, sagt man ganz platt, hat man sich nicht getraut, an die Automobilindustrie hier heranzugehen, oder, sondern hat erstmal hier andere Industriezweige genommen, wo man meint, da wäre, und wahrscheinlich auch zu Recht meint, der Aufschrei des Entsetzens wäre etwas geringer. Ja. In der Tat, Sie haben recht, es wäre sinnvoll. Na, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, denke ich, kommen wir um die Automobilindustrie nicht drum herum. Sie sagen es, ja. Aber wie schon gesagt, man muss halt manchmal auch länger warten. Ja, erste kleine Schritte haben wir also mit der Ökodesign-Verordnung da schon gemacht. Sie sagten es auch schon, es gibt Einsparpotenziale, aber nicht immer werden die realisiert. Der sogenannte Rebound-Effekt geistert schon öfter mal, auch durch die Publikationen und durch die Presse. Den werden wir uns in der nächsten Lerneinheit anschauen, wo es um den Rebound-Effekt und auch um die Suffizienzstrategie geht. An der Stelle vielen Dank, Professor Horn. Und ich hoffe, wir sehen Sie gleich in der nächsten Lerneinheit zur Suffizienzstrategie und zum Rebound-Effekt wieder. Dankeschön.